Hallo miteinander, heute machen wir ein ganz lässiges Rezept, das ihr euch gewünscht habt, und zwar ein Birchermüsli. Perfekt für jeden Sonntagsbrunch, das sonst man verlängert den Wochenende, wenn man schön Zeit hat, um miteinander zu frühstücken. Schauen wir, wie das geht. Als erstes Haferflocken in Milch einlegen. Das ist gut, wenn das ein bisschen Zeit hat, kann man gut schon am Vorabend machen, dass die schön mit Milch vollgesogen sind. Dann seht ihr hier unsere neueste Errungenschaft, ganz ein Haufen lässige Brettchen von Victorinox. Das Coole daran ist, wenn man mehrere Brettchen hat, Sandro. Eben, dass du auf dem einen kannst Zwiebelschnetzeln, auf dem anderen Früchtli. Und genau. Nehmen die nicht die gleichen Aromen an, das wollen wir natürlich. Das nicht. Ist mein Zwiebelbrettchen, ich habe gerne ein bisschen grössere. Genau. Das ist ungebraucht, perfekt für die Früchte, die wir jetzt werden schnipseln und raffeln. Perfekt. Dann schneiden wir die Birnen ein wenig zusammenschneiden. Kann man natürlich auch gut raffeln, je nachdem, wie man das gerne hätte. Dann Strunk rausschneiden. Achteln. Und feine Scheiben abschneiden. Sofort untereinander machen, dass die Birne nicht anläuft. Das wäre schade. Das wollen wir nicht. Und braune Siechen im Birchermüsli haben. Dann Äpfel raffeln. Originalrezept ist nicht viel mehr als ein bisschen Milch, Haferflocken und Äpfel. Herr Biercher hat das herausgefunden als reinigende Diät. Ah ja. Und wir machen jetzt aber ein bisschen aufgepimpte Variante. Und dann macht es ein bisschen mehr Freude zum Essen nachher. Kommt sicher gut. Ja. Auch wieder sofort vermengen, dass der Äpfel nicht anläuft. Dann unsere Version von Birchermüsli kommt eine grosszügige Hampfle gemahlene Haselnüsse. Ich sage bewusst unsere Version, weil natürlich kann man da alles drin geben, was man gerne hat. Dann Hampfle Vibeere. Was ich nicht würde drin geben, oder was wir einmal nicht drin tun haben, ist Banane oder Kiwi. Banane macht das Birchermüsli braun, wenn man es lang oder grau, wenn man es länger behalten will. Und bei der Kiwi, die können bitter werden. Also wenn ihr es gerade sofort testet, ist das natürlich kein Problem. Wenn ihr es behalten wollt, dann lieber nicht drin tun. Ja, jetzt weiss ich, warum das mein Müsli immer braun geworden ist. Schön, dass auch du noch etwas kannst lernen, Sandra. Gell, wirklich lässig. Ein bisschen Zitronensaft dazugeben. Dann Joghurt. Einmal Heidelbeer, einmal Erdbeere. Sind das deine Lieblingsjoghurt? Ja, und gibt die lässige Farbe vor allem. Joghurt, grosszügig, dass es richtig schönes, cremiges Birchermüsli gibt. Weiters mal durchmischen. Schau mal das an, Sandra. Schön. Die Farbe. Nein. Wow. Das ist die Barfreude. Kannst du reinhocken, oder? Reinhocken. Kannst du direkt reinhocken, ja. Als letztes Zucker. Aber bevor wir zuckern, probieren wir, wie süß das ist. Jetzt können wir allenfalls ein bisschen Kalorien sparen, oder? Ja, und je nachdem, wie süß das Äpfel und Birnen und so sind, lohnt sich das einmal noch. Braucht sich mehr oder weniger Zucker. Gib mal etwa 1,5 Esslöffel. Das wäre es schon wieder gewesen. Ganz schnelle, tolle Geschichte natürlich. Und lasst es euch schmecken. Hau ein Kiwi und Bananen rein. Zuerst probieren, ob es auch gut ist. So, du. Ja, ja. Mach jetzt noch viel Spass mit dir. Ciao. Ciao zusammen.